Das Oberligaspiel FAS Berlin gegen ECC Preußen Berlin wird präsentiert von Transdev. Es ist eine Frage der Ehre. Zum vierten Mal in dieser Saison treffen die Akademiker von FAS Berlin auf den Lokalrivalen ECC Preußen. Bislang gingen alle drei Derbys an die Charlottenburger. FAS-Trainer Oliver Mietke will den Trend in der eigenen Halle stoppen und setzt beim vierten Duell der Hauptstadtclubs voll auf Offensive. Wir haben nicht mehr viel zu verlieren, darum sind wir auch ganz frei rausgegangen und haben gesagt, okay, wir müssen heute alles geben und eine kämpferisch gute Leistung zeigen. Doch zunächst gibt's eine eiskalte Dusche für die Hausherren. Gerade einmal 19 Sekunden sind gespielt, da netzt Jakob Rumpel zum 0:1 für die Preußen ein. Umso beeindruckender die Reaktion der Akademiker. 42 Sekunden nach dem Rückstand nutzen sie ihr erstes Powerplay zum 1:1 Ausgleich durch Can Mattes. In der Folge wird das Spiel hitziger. Kurz vor Ende des ersten Drittels nutzen die Gastgeber die mittlerweile vierte Strafzeit der Preußen zur 2:1 Führung. Der Treffer beendet Pritikins Strafzeit, doch nur 7 Sekunden später darf der Preuße erneut auf der Strafbank Platz nehmen. Erneut Powerplay für Fass und wieder trifft Dominik Müller. Dank des dritten Überzahltreffers geht's mit einer 3:1 Führung in die Pause. Das hat uns am Anfang der Saison ausgezeichnet. Gute Powerplay-Spiel, starke Umschaltspiel. Das waren die beiden Sachen, die wir beherrscht haben. Nachher aufgrund von Personaländerungen haben wir dann nie wieder zu unserer Form gefunden in diesen beiden Segmenten. Jetzt sieht es fast so aus. Jetzt haben wir uns darum bemüht, im Training das wieder ein bisschen zu fixieren und haben daran gearbeitet, insbesondere am Powerplay. Und jetzt sieht es aus, als wenn wir da wieder besser werden. Und mit dem nötigen Selbstvertrauen klappt es dann sogar ohne Powerplay mit dem Tore schießen. Marvin Mietke baut die Führung der Gastgeber auf 4:1 aus. Doch jetzt erhöhen die Preußen den Druck. Trainer Lenny Soccio weiß, dass die mit nur 13 Feldspielern angetretenen Akademiker dem Tempo des Spiels auf Dauer werden Tribut zollen müssen. Als seine Jungs die Schlagzahl erhöhen, fallen die Treffer für die Preußen. Am Ende des zweiten Drittels haben die Charlottenburger die Führung der Hausherren egalisiert. Mit 4:4 geht's in die letzte Drittelpause. Es hat geklappt heute wieder. Die haben sie nicht aufgegeben. Direkt danach kam 4:2, dann 4:3. Die Jungs wollten immer mehr und dann waren wir in einer Rolle. Wir waren in unser Spiel und dann haben wir das Spiel übernommen und genau so kämpft man zurück. Die Preußen hatten sich zurück ins Spiel gekämpft und die ersatzgeschwächten Akademiker haben im Schlussdrittel nichts mehr zuzusetzen. 5-mal noch schlägt es ein im Kasten des Tabellenschlusslichts. 4:9 der Endstand, doch die ersten beiden Drittel lassen hoffen, dass es am Ende trotz allem noch reicht zum Klassenerhalt. Ich hoffe, dass sich unser Verletztenlager ein bisschen lichtet, sodass wir dann auch wieder andere Optionen haben und auch wieder vollzählig antreten können. Ja, und dann glaube ich, dass wir, ich hoffe auch erfolgreich, unsere Saison dann irgendwann beenden können. Dann gäbe es auch nächste Saison wieder ein Hauptstadtderby in der Oberliga. Und darauf will wohl kein Berliner Eishockey-Fan verzichten. Das Oberligaspiel FAS Berlin gegen ECC Preußen Berlin wurde präsentiert von Transdev.